Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und ich sollte vielleicht erstmal meine Stoppuhr stellen, bevor ich hier anfange, gell? So, okay. Wir sind mal wieder unterwegs in Scrap Mechanic und es hat sich ein bisschen was geändert. Ich werde es hier mal gerade ganz vorsichtig die Maus nach unten bewegen und vielleicht fällt ja dem einen oder anderen schon auf, dass hier irgendwie so ein bisschen was anders ist. Richtig, ich habe die Grafik ein bisschen hochgeschraubt und zwar ein bisschen sehr. Mein altes Setup war inzwischen nicht mehr tragbar, für mich alleine, privat eigentlich ja, aber für YouTube ging es nicht mehr, deswegen habe ich jetzt ein bisschen was umgerüstet. Was genau, das machen wir irgendwann anders, vielleicht in, keine Ahnung, in City Skylines meinetwegen, das ist mal so ein schönes Laber-LP, da kann man über sowas mal reden. So viel sei auf jeden Fall gesagt, ich habe neue Hardware und die funktioniert ganz gut. Einziger Haken an der Sache ist, die neue Grafikkarte unterstützt nicht mehr den Anschluss, auf dem ich meinen zweiten Bildschirm laufen hatte, das heißt, Lautstärke technisch und so weiter. Also nur so viel gesagt, um die CPU brauche ich mir keine Gedanken mehr machen, aber mein Monitoring, meine Lautstärke und so weiter hatte ich sonst mal im zweiten Bildschirm, um sicher zu gehen, dass halt alles reibungslos läuft. Ich weiß es nicht. Ich habe vorher einen kleinen Soundcheck gemacht, es müsste alles gut sein, aber falls es nicht gut sein sollte, bitte, bitte nicht hauen. Es tut mir leid, ich werde bald wieder meinen zweiten Bildschirm haben. Im Moment kann ich leider nur raten. So, okay, was machen wir jetzt? Eines mal vorweg, Fan-Kreationen werden wieder kommen. Ich weiß nicht wann, muss ich mich demnächst mal hinsetzen, aber jetzt gerade habe ich unheimlich Bock mit dem neuen Setup, jetzt wo endlich mal hier alles läuft. Das ist ja, boah, das sind ja richtig neue Welten für mich, wisst ihr, wie ich meine? Da möchte ich jetzt einfach mal wieder selber was basteln. So, und zwar folgende Überlegung. Ich würde ganz gerne einen kleinen Sportwagen bauen. Hab mir überlegt, von der Optik her würde ich gerne so ein bisschen was machen wie so ein, wie so ein Morgan, wisst ihr, wie ich meine? So ein Morgan Arrow, so die Dinger mit Holzrahmen und so weiter. Wir bauen ja sowieso hauptsächlich mit Holz hier in dem Spiel, von daher passt es, glaube ich, ganz gut. Sitz hätte ich gerne. Und ich möchte, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, von wem der Kommentar war, Asche auf mein Haupt. Ich möchte gerne Flügeltüren versuchen. Ich weiß nicht, wie viel Sinn die machen bei so einem Cabrio, aber ja, wir probieren es einfach mal. Außerdem reden wir von einem Morgan, das ist britische Baukunst, britische Ingenieurskunst. Ergo kommt der Sitz nach rechts. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte auch ganz gerne wieder eine ungerade Zahl. Irgendwie habe ich mich total an die ungeraden Zahlen gewöhnt, ich weiß auch nicht. So, okay. Wir beginnen einfach mal ganz locker mit, ja, sowas hier, ne? Erstmal so ein Standardding. Ich meine, das Jut sah am Anfang auch nicht nach viel aus und jetzt, naja, jetzt sieht es doch ganz Jut aus, wenn mir der Karlauer erlaubt sei an dieser Stelle. So. Und ich hoffe einfach mal, dass wir sowas in der Art hier auch hinbekommen. Irgendwas, was halt einfach am Ende nach was aussieht. So, nein, so. Joa, kann man machen, oder? Ich glaube, hier an den Seiten hätte ich es gerne noch ein bisschen breiter. Denn das Fahrzeug ist ja vom Grundaufbau eigentlich recht schmal. Und dann laufen ja hier vorne sehr flach eigentlich die Dings hier, die Radläufe hoch. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das bauen soll, ehrlich gesagt. Aber da fällt uns bestimmt auch noch was ein. Ich spiele ja nach wie vor ohne Mods, ne? Deswegen ist sowas nicht unbedingt ganz einfach. Aber das kriegen wir schon hin. So, die Autos haben normalerweise eine mordsmäßig lange Haube. Am Heck ist gar nicht mal so viel los tatsächlich, aber hier vorne halt. Das heißt, wir brauchen erstmal ein bisschen was wie Motoren. Ja, würde ich sagen, mache ich mal so und so erstmal. Das ist auch eine schöne Gewichtsverteilung, das sollte ganz gut sein. Und dann stelle ich mir das ungefähr, ich weiß auch nicht, so vor. Ich muss gestehen, ich habe mir da mal wieder sehr viele Gedanken drum gemacht vorher, nämlich überhaupt keine. Das heißt, es wird jetzt alles ein bisschen Raterei. Aber ich probiere mal so eine gute Grundform hinzubekommen. Ja, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, hier das Radhaus drüber irgendwie, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. So groß ist ja das Rad. Und dann müsste ich eigentlich noch 6, 7 machen. Um genug Platz zu haben, wisst ihr, wie ich meine? So. Bisschen drehen. So ungefähr. Na, das wollte ich jetzt nicht. So. Ja, mal gucken, dass wir schon mal so eine grobe Grundform hinbekommen. Nein, das war richtig vorher. So, machen wir das. Dann hier noch ein bisschen. So, sehr schön. Okay. Das kann man doch schon fast stehen lassen, oder? Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, hier hinten ein bisschen höher. Vielleicht noch ein bisschen höher. Und dann hier ein Stückchen nach hinten. Ich gehe jetzt hier in die Hocke, damit ich hier besser zielen kann, denn hier auf einer Höhe ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen denke ich mir, ist das so schon ganz sinnvoll. Wie flüssig es einfach läuft. Das ist ein Träumchen, sage ich euch. Ein Träumchen ist das. Sehr schön.
Okay, ja, also, Grundform, 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 Grundform. Ein Bearing könnte ich mal langsam hier in die Leiste nehmen. Habt ihr recht? Das würde durchaus Sinn machen. So, und hier auch. Warte mal, hier unten mache ich mal ein bisschen Platz fürs Rad später. So. Das ist ja Radsport, den wir hier betreiben, ne? Wisst ihr schon? Zack, zum ersten. Und jetzt mal gucken, dass ich die Länge auch in etwa treffe. Ich glaube, bis hier hatte ich so, ja, ne? Ja. Haha, könnt ihr mal sehen. Zack. Frames bleiben. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, was meine CPU macht, aber der wird es vermutlich recht gut gehen. Behaupte ich einfach mal. Controller hätte ich gerne. Hier, nehmen wir den so lang. Joa, nehmen wir den so lang. So, huch, hier wächst Gras durchs Auto. Das habe ich auch lange nicht gesehen. Ich hatte ja die Gräser lange Zeit sehr runter, beziehungsweise zuletzt hatte ich es ja ganz ausgestellt, um den letzten Frame aus dem Spiel rauszukitzeln. Das ist jetzt gar nicht mehr nötig. Wir haben jetzt wieder Gras hier am Boden. Und ja, das wächst dann gegebenenfalls auch mal ins Auto rein. Ja, das ist der Snack unterm Sitz. Der ist unter den Sitz gerollt und lag dann eine Weile unentdeckt und dann habe ich wirklich mal gehabt mit einem Stück Käse. Aber das ist eine andere Geschichte. Nur so viel, das war nicht schön. Da habe ich nämlich unterm Sitz nochmal so eine extra Kante. Ich hatte extra geguckt, dass da ja nichts unterm Sitz ist. Letzten Endes war dann aber doch was. Das war sehr ungünstig. Okay, ich mache mal 30 Grad für den Anfang. Gucken wir mal. 30 Grad im Schatten, sage ich euch. Obwohl, nee, wir sind in der Sonne. Na, vielleicht ein bisschen viel. Kicken wir mal. Kicken wir mal. Ich gehe mal auf 25. Mal gucken, wann es sich abhebt. Noch nicht. Und dann laufen wir Grad für Grad so lange weiter, bis es gerade so. Ja, bis es gerade so nicht aufliegt. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt mal ohne Witz, das sieht doch schon ganz gut aus, oder? Jetzt warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal gerade hier die Räder einsetzen, um mir hier ein Bild von zu machen. Also das Rad sollte dann, ich hatte hier extra ein bisschen drüber gebaut, das müsste dann ungefähr dahin, gell? So, müssen wir gucken, dass wir mit dem Platz hinkommen, aber ich meine, hier innen drin ist ja noch nicht viel passiert, ne? Das sind ja nur die zwei Motoren, die können wir versetzen. Also wenn wir mehr Platz brauchen für die Lenkung, dann können wir den gerne frei machen. Oder wisst ihr was, das mache ich jetzt schon. So. Und von der Seite genauso. So. Auf die Weise sehe ich auch, wo ich hier ansetzen muss. Dann kommt hier direkt schon mal ein Block hin. Hat den Vorteil, dass wir dann später leichter um weitere Federn erweitern können. So. Zum ersten und zum zweiten. Das müsste eigentlich ganz gut sein. Ich nehme mal nochmal den Block. So. Na komm. Und hier eben. Na, hier ebenfalls. Und so machen wir das Ganze dann. Preisfrage. Sieht das denn schon nach einem Morgen aus? Ein bisschen vielleicht, ne? Ein bisschen. Zum ersten und zum zweiten. Die zwei muss ich natürlich noch jeweils einmal anklicken, einmal umdrehen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das hier bewerkstelligen soll, dass es hier nach was aussieht. Muss ich wahrscheinlich von hier unten aus dann. Oh, das kann ja heiter werden. Liebe Leute, was habe ich mir da nur eingebrockt? Irgendwie sowas in der Art müsste das dann sein. Das sieht aber kacke aus. Verdammt, wie baut man sowas? Ich habe doch keine Ahnung. Nicht, dass es was Neues wäre für euch, aber es ist halt so. Also was in der Art müsste das dann sein, gell? Warte mal, das ist doch jetzt irgendwie anders. Eins, zwei. Eins, zwei. Nee, das ist genau so. Merkwürdig. Sieht nicht so besonders aus, ne? Habt ihr eigentlich recht. Tja. Mal gucken, wenn ich hier vorne mit so einer Art Rundung anfange schon mal. Also sprich, das Ganze hier schon mal nach unten baue. Gut, eine richtige Rundung ist es jetzt nicht gerade, aber ihr wisst, was ich meine. Ah, praktisch, brauche ich nicht mal drehen. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Haben wir noch genug Platz zum Lenken? Müsst ihr, ne? Joa, das schon, das schon. Federn sind einfach schon mal von vornherein komplett eingedrückt. Die haben jetzt schon keinen Bock mehr, alles klar. Ist ja kein Problem. Aber wenn ich mir das so ansehe, es sieht noch nicht nach viel aus, aber es könnte gut werden, oder? Es könnte. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht wahr? Wenn ich das jetzt wegbaue, warte mal, haben wir hier noch Verbindungen? Nö. Müsste ich also schweißen hinterher, habe ich keinen Bock drauf. Das bedeutet, ich lösche jetzt nur bis hier. Und hier kann ich auch nicht löschen, weil der Bearing dran sitzt. Ach, verdammt. Kerge, was brauchst denn du für einen Stuss? Ach ja, durchgeplant wie eh und je.
Na gut, dann gucken wir mal, dass wir hier am Heck schon mal so ein bisschen Grundform reinkriegen. Beim Mute habe ich damit eine Weile gewartet, da haben wir dann irgendwann die ganze Technik zusammen gehabt, sah aber noch scheiße aus. Das würde ich hier dieses Mal ganz gerne ein bisschen anders haben, tatsächlich. Was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt hier ein Heck bauen. Ich glaube, das mache ich anders. Ein bisschen kürzer das Ganze, so. Bearing zum ersten, Bearing zum zweiten. I can't bear it anymore. So. Von der Seite hier ganz genauso. Und das Ganze auf dem Lift. Denn es muss auf den Lift. Denn ich möchte gerne etwas verschweißen hinterher. So, und zwar von hier nach dort. Zack, passt schon. Sehr schön. Diese Bearings verbinde ich jetzt auch hiermit. Das sind ja auch feste Verbindungen, das ist ja kein Problem. So stimmt die Richtung. Ich nehme mal wieder erstmal 30 Grad. Und guck mal, was passiert. Nämlich nichts, weil wir noch auf dem Lift stehen. So. Mhm. Ich will ja nichts sagen, aber so die grobe Grundform, die will mir schon ganz gut gefallen, ne? Hallo, darf ich? Danke. Das ist schon, hebt das schon ab oder ist das noch die Kollisionsabfrage des Spiels? Das wüsste ich jetzt gerne mal. Ich gehe mal hier auch erstmal auf 20. Zack. Das wird aber schon die Abfrage sein, okay. Dann gehe ich doch mal wieder auf, gehe ich mal auf 26. 25 schwebt ja noch ein wenig, ne? Komm. Schwebt immer noch ein wenig. Könnte doch an der Engine liegen. Ich will die Sachen nicht press aufeinander drücken. Denn ich weiß, dass die Engine da auf Dauer nicht mit glücklich ist. Das wissen wir inzwischen alle, denke ich mal. Ich habe da gerade so eine Idee. Angenommen, ich mache das hier jetzt weg. Bau dann hier, dort unten hinein. Könnte das gehen? Könnte das so funktionieren? Jetzt hebt es sich da so ein bisschen an. Das wollte ich eigentlich eher vermeiden. War so rein optisch, oder? Boah, geht das so klar? Ich bock den mal auf, kopiere das auf die andere Seite. Und zwar von hier aus einmal hierher. Ja, das ist gut. Und dann müsste ich eigentlich von hier innen her das Ganze auch noch verkleiden, aber das kann ich ja nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Doch, kann ich. Das schiebt sich ja dann aneinander vorbei, das ist ja kein Problem. Dann würde ich also hier jetzt auch nochmal, sagen wir mal, 1, 2, 3 wegnehmen. Hier auf der Seite auch, damit ich es gar nicht erst vergesse. Ja, das passt. Und dann müsste ich, ich kopiere erstmal das hier gerade. So. Dann hier unten noch 1, 2. Ne? 1, 2, genau, ja. Und jetzt würde ich ganz gerne hier das Ganze so verkleiden. Mal gucken, ob das so hinhaut. Von der Seite hier ebenfalls, so. Jetzt muss ich das hier noch zubauen, das wäre dann bis hierher? Ne, ist doch falsch, oder? Klar ist das falsch, das muss nach außen. Es ist außen, hä? Das hier stimmt aber. Ach ja, okay, ja, verstehe. Das ist ja doof. Das bedeutet, der hier, hier müssen drei raus, dann müsste der hier wieder zu und das hier wieder zu. Und dann habe ich es korrigiert, gell? Müsste, wir werden sehen. Hm. Oh. Könnte das eventuell unser Unterschied sein? Ich glaube, das könnte unser Unterschied sein. Sieht das von Weitem nicht schon langsam so ein bisschen nach was aus? Dann müssen wir hier vielleicht noch so ein bisschen höher gehen. Irgendwie, ja, was auch nicht. Sowas in der Art hier, ne? So. Hier rüber. Das flache Dach nach vorne ziehen. Ist das zu breit oder geht das klar? Das ist zu breit, ne? Das ist zu breit. Das müsste doch so sein, oder nicht? Ist das jetzt richtig oder mache ich hier Schluss? Ach verdammt. Ich habe doch keine Ahnung. So. Plong. Okay, das war das Dach. Doof. So, okay.
Dann würde ich das hier vielleicht eher so bauen. Dann muss ich hier jetzt zurück. Gell? Ja, genau. Dann das Dach vielleicht so bauen. Macht das mehr Sinn? Ich glaube, das sieht besser aus, oder? Jetzt versuche ich mal. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt das Sinnvollste. Ihr braucht jetzt einfach nur noch weiterbauen, gell? Jawohl, sehr schön. So, haha. Ist ja eigentlich... Hier ist doch irgendwas falsch. Hier hinten ist der gesamte Aufbau breiter. Was habe ich denn hier für einen Stuss gebaut? Ich glaube, mit der Verbreiterung ist das besser, oder? Also das hier alles wieder weg. Ach, liebe Leid. Ich bitte um Entschuldigung, aber da müssen wir jetzt, glaube ich, durch. Nur, das ist an derselben Stelle, aber hier bin ich tatsächlich auf der anderen Seite einen Block breiter geworden. Das bedeutet, das hier muss alles weg. Dann muss ich es von drüben kopieren. Och, liebe Leid, das tut doch nicht Not. Warte mal, den hier kann ich ja hier schon mal vorsetzen und dann dahinter einmal so und einmal so entfernen. Genau. Und dann muss ich hier außen einmal bis nach unten durch. So. Bis dahin. Und dann 2, 1. Also 2 und dann 1 nach hinten. Stimmt das so? Ah, komm. So. Geht das so hin? Nicht wirklich, ne? Also ich baue jetzt erstmal hier weiter. So. Das da muss weg. Der hier muss weg. Dann muss ich hier auffüllen. Und zwar eigentlich, nein, und zwar eigentlich bis hier vorne hin, was jetzt aber nicht geht. Ergo darf der ganze Spaß jetzt auf dem Lift. So. Och, verdammt. Ich glaube, das wird hinterher richtig nice aussehen, aber es wird nicht unbedingt zwingend einfach. Lift wieder weg. So. Jetzt stimmt die Breite aber, ne? Na komm, so. Aber ich glaube, bei der Breite hier bleibe ich. Dann mache ich den hier, mache ich hier das Dach schmaler. Mal gucken, wie das aussieht. Kann man das? Ich meine, sieht das aus? Ich bin da hinten noch nicht ganz fertig. Ich weiß, ich weiß. So. Und, na komm schon. So. Sieht das nach was aus oder nicht? Oder wie oder was? Ach, Käse, hinten muss ich ja sowieso noch Platz machen für die Hinterräder. Arg. Gibt's doch nicht. Oh, liebe Leid, was mache ich denn hier? Na komm schon, lass mich hier dran. 24 sind es, okay. Ich habe nämlich gerade so einen Gedanken, was ich hiermit machen könnte. Das sieht doch nicht so aus, wie es soll. Also hier fehlt auf jeden Fall ein Block. Und dann fehlt hier auch noch ein Block. Jetzt sieht das aus, wie es soll. Gut, okay, haben wir das. 24 müssen wir uns mal merken. Dann will ich den hier jetzt ein bisschen verlängern. Sprich, da wird die Flex ausgepackt. So. Einmal schön hier durch. Dann schnappe ich mir diesen Anteil hier, pack den mal da hinten hin. Dann schnappe ich mir den vorderen Teil, pack den dorthin. Jetzt würde ich sagen... Warte mal, das will ich ein bisschen genauer haben. So, nein, nein, blö, was mache ich denn da? Tja, einen habe ich jetzt weggeflext, 2, 3 vielleicht.
Reicht das? 2, 3. Einmal da reinbauen, einmal da reinbauen. Das wäre, glaube ich, schon gar nicht mal so weit hergeholt, oder? Dann schnappe ich mir hier unseren Schweißbrenner. Hier ist auch schon wieder was anders. Habe ich das hier etwa nicht korrigiert, oder was? Mensch, Kerge, du bist nachlässig. Zack. Und jetzt bitte sag mir, dass das funktioniert. Das tut es in der Tat. Sehr schön. Dann verbinden wir das Ganze hier, stellen wir die 24 Grad ein. Richtung stimmt jetzt. So. 24 zum ersten, 24 zum zweiten. Lift entfernen. Ja, ich denke, das kommt schon eher hin, ne? Jetzt müsste ich hier hinten irgendwo eine Schneise fürs Hinterrad machen. Die muss wie groß sein? 1, 2, 3, 4, 5. Das geht ziemlich weit nach vorne, ne? Das geht mir zu weit nach vorne. 2, 3 mache ich mal erstmal. So. Dann brauche ich hier unten ein bisschen Platz. Glücklicherweise hängt der Kampel nur oben dran. Also dann 1, 2, 3, 4. Jetzt darf ich alles wieder abrupfen, oder was? 5. So. Jetzt müssen wir ja doch alles anders machen, auch verdammt. Naja, dann ist es jetzt halt so. Da kommen wir jetzt nicht mehr drum rum. Hier jetzt noch ein bisschen Platz machen. Genauso wie auch drüben. Dass wir das Rad irgendwie reinbekommen. Denn wir wissen ja, gutes Rad ist manchmal teuer. Von der Höhe her kann ich hier einen Block runtergehen. Von dieser Oberkante hier. Also sprich, das Ganze... Warte mal. 2, 3. Dann dorthin bauen. Na, müsste doch so stimmen. Müsste doch. 2, 3, 2, 3, zack. So. Haben wir schon Überlänge? Jo, haben wir. Die Räder will ich jetzt aber noch dran bauen. Was ist das für ein Stoß? Kerge, kann das sein, dass du nicht daran gedacht hast, dass das Auto hier sowieso breiter ist? Zack. Hier auf der Seite selbiges. So. Zack. Und zack. Hier unten jetzt auch jeweils ein Block dran. Bearing. Und der muss noch weg. Zack. Und Bearing. Und der ist... Habe ich hier schon wieder anders gebaut? Das sieht soweit ganz gleich aus. Okay, ich nehme den ganzen Spaß runter. Wir brauchen mehr Federn. Houston, wir brauchen mehr Federn, definitiv. Aber ich glaube, die Optik ist gar nicht so verkehrt, ne? Außerdem hatte ich nicht am Anfang mal vom Cabrio gesprochen. Ich glaube, den Gedanken können wir gerade mal wieder verwerfen. Das wird, glaube ich, nichts mehr, wenn ich so weiterbaue. So, hier von der Seite ebenfalls. Ich glaube, ich habe jetzt einfach nur einmal so drüber gebaut, gell? 4 Blöcke lang, richtig. Ja, und was daraus wird... Das sieht von weitem auch schon gar nicht so verkehrt aus. Bilde ich mir mal ein. Ja, und was daraus wird, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, euer Kerge.